Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren. Stärkung der Direktvermarktung. Die Politik muss Vorbild sein. So lautet der Titel unseres heutigen Antrages. Warum sieht die AfD diese Debatte als notwendig an? Weil wir endlich die überfällige Debatte anstoßen wollen, die seit Jahren hier nicht stattgefunden hat. Und weil dieses Thema so wichtig für unser Land ist, erlaube ich mir zunächst, ein paar grundsätzliche Gedanken in der Debatte einzubringen. Die AfD-Fraktion fordert, dass die Landwirtschaft wieder eine Wertschätzung erfährt, wie sie ihrer bedeutenden Leistung für die Allgemeinheit entspricht. Die Landwirte haben Anspruch auf angemessene politische Rahmenbedingungen. Die AfD unterstützt generell alle Anstrengungen, die Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte zu regionalisieren. Doch seit Jahren haben wir politisch fast gar nichts wahrnehmen können, um hier große Fortschritte zu erzielen. Wenn wir über Direktvermarktung reden, dann reden wir über regionale Wirtschaftskreisläufe und über den ländlichen Raum. Die Versorgung der Bevölkerung mit unbelasteten Nahrungsmitteln zu reellen Preisen kann langfristig nur sichergestellt werden, wenn landwirtschaftliche Betriebe wieder eine planbare Zukunft bekommen. Und dafür muss die Politik nicht nur reden, so wie Sie das alle hier seit der Ausschussreise nach Österreich tun, sondern es braucht eben auch mal konkrete Taten. Und dass hier eben nichts vorangeht bisher, das bestätigen Sie ja von der Kenia-Koalition mittlerweile sogar selbst. Ich darf erinnern an den Satz von Herrn Hövelmann heute Morgen hier am Rednerpult, der sinnbildlich steht für das, was Sie hier betreiben. Er sagte nämlich, ich zitiere, wir müssen mal langsam vom Prüfen zum Handeln kommen. Liebe SPD, das war ein Satz, der trifft den Nagel auf den Kopf. Und dafür beglückwünsche ich Sie auch. Nur jetzt ist es eben erforderlich, auch mal endlich mit konkreten Taten was zu machen und auch mal Anträge einzubringen, um in den Bereich der Direktvermarktung voranzukommen. Und das haben wir bisher nicht zur Kenntnis genommen. Und aus dem Grund haben wir die Initiative jetzt ergriffen. Und auch von der Koalition, von der Regierungsbank sehen wir nicht viel. Denn man hat sich von der tollen Österreich-Ausschussreise, nachdem man 15 Jahre hier nicht viel gemacht hat, hat man jetzt plötzlich doch dieses Direktvermarktungsthema entdeckt. Zumindest reden Sie jetzt in den Ausschüssen immer wieder davon. Aber woran es liegt, dass diese Koalition nicht zustande bringt, wurde auch von den Grünen bekannt gegeben. Frau Lüttemann sagte am Montag in der Zeitung, es sei unerträglich, am Kabinettstisch zu sitzen. Außerdem gibt sie zu, dass über Zukunftsthemen nicht mehr gesprochen wird. Ein wahrer Offenbarungseid, wie ich finde. Und meine Damen und Herren, das Thema Direktvermarktung ist eben ein solches Zukunftsthema. Und die Frage ist ja eigentlich, was die zuständige Ministerin Dalbert in der Frage macht. Sie meinte am Montag in der MZ, ich zitiere, in der Koalition wird wenig debattiert. Es gibt leider keine inhaltliche Auseinandersetzung um den richtigen Weg. Ja, genau das ist der Grund, warum die AfD dieses Thema jetzt auch hier ins Plenum bringt. Und man fragt sich eigentlich, was machen Sie hier, Frau Dalbert, machen Sie Regierung und Opposition zugleich? Also eigentlich, das ist eigentlich nicht zum Lachen, es ist eher eine Bankrotterklärung, was Sie da für diese Koalition, was Sie da am Montag in der Zeitung gesagt haben. Aber das müssen Sie selber mit sich ausmachen. Und jetzt stellt sich noch die Frage, was macht die CDU? Die CDU gibt sich ja gern als Partei des ländlichen Raumes. Spaßhaft könnte man feststellen, weil der CDU das Essen in Landtagsrestaurants nicht schmeckt und es regional sein soll, brauchte die CDU einen Selbstbefassungsantrag im Ausschuss. Abgeordneter Radke unterstrich bei der Einbringung des Themas, es muss auch Bio sein, das wurde auch dann noch ins Protokoll eingefügt nachträglich. Das allerdings fehlt erneut im Punkt 5 Ihres Alternativantrags, der im Übrigen auch keine Alternative darstellt, aber dazu komme ich noch. Meine Damen und Herren, mit dem Selbstbefassungsantrag, den Sie da gestellt haben im Ausschuss, wurde Ihnen klargemacht, dass die seit den 90er Jahren existierende Kantinenrichtlinie für die Landesbehörden und den Landtag mal geändert werden müsste. Ich wiederhole, seit Ende der 90er gibt es diese Kantinenrichtlinie. Das wissen Sie jetzt plötzlich auch, aber das zeigt, dass Sie sich offensichtlich mit dieser Thematik überhaupt noch nicht vorher beschäftigt haben. Denn Das Ministerium, was für diese Richtlinie zuständig ist, hat zufälligerweise einen CDU-Minister, nämlich den Finanzminister Herrn Schröder. Was für ein Zufall. Also eigentlich war das eine Bankrotterklärung, beziehungsweise ziemlich peinlich, dieser Selbstbefassungsantrag. Denn letztendlich mussten sie feststellen, dass sie selbst diejenigen sind, die da was machen können. Denn die Landtagsverwaltung hat ihnen ja erklärt,
Da müsste vielleicht mal was geändert werden, Herr Heuer. Ja, das erinnern Sie sich. So, es war also ein Schuss in den Ofen, aber immerhin haben Sie nun zumindest diese Forderung in Ihrem Alternativantrag übernommen, den wir als AfD auch formuliert haben. Das begrüßen wir natürlich, denn wir sind der Meinung, dass man das umsetzen sollte. Es reicht eben nicht nur aus, beim Sommerfest wie gestern regionale Produkte anzubieten, auch wenn dem einen oder anderen das Bier nicht bekommen ist. Aber man muss eben auch in den Kantinen der Landesbehörden und auch des Landtages vielleicht eine Vorbildfunktion etablieren. Denn Politik ist aus unserer Sicht auch Vorbild und kann mit dieser Vorbildwirkung ein erster Schritt sein hin dazu, dass der Bevölkerung auch klar gemacht wird, dass wir regionale Wirtschaftskreisläufe stärken wollen, nicht nur mit Worten, sondern eben auch mit Taten. Und das fängt hier im Landtag an. Das ist zumindest unsere Meinung. Was die AfD angeht, wir brauchten keine Reise nach Österreich, um dieses Thema für uns zu entdecken. Wir haben dieses Thema in unserem Wahlprogramm stehen. Und eine wichtige Erkenntnis, jetzt haben Sie ja gerade gefragt, eine wichtige Erkenntnis dieser Ausschussreise für uns war schon, dass die Österreicher sich Wege haben einfallen lassen, um die Gängelung der EU zu umgehen. Und das ist ja eigentlich interessant. Ich kann Ihnen versprechen, die AfD wird sich dafür einsetzen, dass möglichst viele Entscheidungen wieder vor Ort getroffen werden. Dazu fordern wir die Rückführung der Kompetenzen der EU auf die Bundesländer und auf die Regionen, wo die entsprechenden Verantwortungen sind. Denn die bisherige Regulierungswut der EU ohne Berücksichtigung lokaler Bedingungen lehnen wir konsequent ab, meine Damen und Herren. Und im Übrigen fordert die AfD die sofortige Aufhebung der Sanktionen gegen Russland. Das ist hier zwar nicht Thema, aber es hat auch was mit Existenzgefährdung vieler kleiner Betriebe in Sachsen-Anhalt zu tun. Die AfD fordert zudem faire Erzeugerpreise für Agrarprodukte. Dafür muss man politische Unterstützung leisten, so wie es für die Großbetriebe ja gemacht wird. Die gibt es längst. Und die Qualität unserer heimischen Lebensmittel, die ist sehr hoch, ja, aber man muss den Erzeugern ein auskömmliches Überleben sichern. Hierzu sollten alle Möglichkeiten auch der Direktvermarktung genutzt werden. Weitere Ansätze dazu wurden ja in Österreich auch genannt, beispielsweise mit den Internetportalen. Ich denke, es ist wichtig, dass die Vielfalt der landwirtschaftlichen Produkte dem Verbraucher näher gebracht wird. Grundlage sollte jedoch immer auch sein, dass die Politik Vorbild ist. Ich habe das bereits angesprochen. Deshalb fordern wir das ja auch ein, dass es endlich geändert wird. Bleiben wir bei Ihrer Alternative und betrachten den Punkt 3, mit dem Sie fordern, die Koordinierungsform der Agrarmarketinggesellschaft, die AMG, zu verstärken. Liebe Kollegen der CDU, dazu hat Ihnen der Herr Dr. Bühnemann, der Geschäftsführer, nun einen umfassenden Vortrag in der Ausschusssitzung gehalten. Was soll denn nun die AMG immer noch mehr umsetzen und koordinieren, stellt sich die Frage. Hätten Sie unserem Antrag in der letzten Haushaltsdebatte 100.000 Euro mehr jährlich für die AMG aufzustocken, zugestimmt? Ich zitiere dazu unsere Begründung. Die Vielzahl der Aufgaben die für das Agrarmarketing benannt werden und die damit verbundenen Erweiterungen der Aufgabenbereiche unter den Anspruch von Qualitätsprodukten und Regionalität einfordern und höheren Einsatz an Lebensmitteln als bisher veranschlagt. Das war unsere Begründung, das wollten wir, das haben Sie abgelehnt. Und das hätten Sie also damals schon machen können, dann hätten Sie den dritten Punkt heute in Ihrem Antrag nicht gebraucht. Und Ihr Punkt 4 beschäftigt sich mit einem Brauchtum in unserem Land, dessen praktische Durchführung samt des dahinterstehenden Berufes, nämlich dem des Fleischers, bald nur noch als Nostalgie existieren wird. Jedes Jahr verringert sich die Summe der Hausschlachtungen in Sachsen-Anhalt seit 2013 um 1.000 geschlachtete Nutztiere. 2017 standen dem nach Statistischem Landesamt 5,1 Millionen gewerblichen Schlachtungen, die wie jeder leicht anhand der Schlachtmarge des Marktführers berechnen kann, deutlich unterzeichnet sind. Nur noch 9.665, knapp 10.000 Hausschlachtungen gegenüber. Nun, nachdem Sie dieser Entwicklung tatenlos zugesehen haben, das ist auch unsere Kritik, entdecken Sie, dass hier das EU-Hygienepaket, bestehend aus 5 Verordnungen der Jahre 2002 und 2004, offenbar die Hausschlachtung erschwert. Jetzt stellt sich für uns die Frage, wo sind seitdem Ihre Anträge an die EU, um hier Maßnahmen zu ergreifen? Das ist ja genau die Kritik, die wir üben. Ich sehe keine Anträge und keine Maßnahmen Richtung EU. In Österreich während der Ausschussreise
Herr Barth, das wurde uns dort erklärt, haben Sie dazu konkrete Hinweise der dortigen Ministerien erhalten, wie man mit der EU umgehen muss, um eine Stärkung der Hausschlachtung beispielsweise zu erreichen? Also, wann werden Sie bei der EU aktiv? Da sollten Sie mal ehrlich drüber nachdenken und das auch Ihren Wählern sagen, dass Sie da nämlich auf diesem Gebiet nichts tun. Und deshalb braucht es auch die AfD, meine Damen und Herren. So, noch ein Wort zum Antrag der Linken. Die haben ja jetzt nun auch noch was eingereicht. Im ersten Satz, der reicht schon, um die Qualität festzustellen. Da heißt es, ein wichtiges Instrument zur Sicherung und Entwicklung der ländlichen Räume ist die Landwirtschaft. Ja, das ist richtig, klingt aber nach Heimatkunde erste Klasse. Ich erspare mir weitere Ausführungen zu Ihrem Antrag. Es ist ohnehin offenkundig, dass Sie in all den Jahren beim Thema Direktvermarktung hier nichts vorangebracht haben als Oppositionspartei und jetzt natürlich auch nur auf den fahrenden Zug aufspringen. Herr Reul, kommen Sie zum Schluss. Zusammenfassend, meine Damen und Herren, möchte ich sagen, Ihre Anträge sind konfus und aus diesem Grund bitte ich Sie, unserem Antrag zuzustimmen. Lassen Sie uns die Debatte beginnen. Ich freue mich darauf. Vielen Dank.